Ah, hallo ihr Ochsen und herzlich willkommen zurück zu C. Ich hoffe, du hast das gerade verstanden. Ach nö, nicht da. Letztes Mal haben wir auch über die PlayStation 4 geredet. Überletztes Mal vor der Xbox One von der Microsoft und dieses Mal geht es über die PlayStation 4. Was habe ich eigentlich schon erwähnt? Design, innere Technik? Ja, super, super. Controller liegt, what the hell, super in der Hand. Nein. Achso. Ja, Controller liegt super in der Hand. Was ich persönlich recht cool finde, ist der Touchscreen auf dem Controller drauf. Ist doch eigentlich ein nettes Ding. Da lang. Gefällt mir. Gefällt mir nicht gut. Auf die Beine. Der Zeitplan ist in Gefahr. Beeilung. Ja, ja. Kein Stress. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Viel gibt's eigentlich so zur PlayStation nicht zu sagen. Gibt's eigentlich zu PlayStation was zu sagen? Na okay, die neue Kamera von PlayStation, das man sagt einfach PlayStation Kamera, sagt man, glaube ich. Oder das Auge der PlayStation, aber es heißt ja eigentlich Auge der PlayStation ist fast korrekt. Das heißt ja, in der Ursprache, daran erinnert sich eigentlich keine Sau mehr, heißt es ja das PlayStation Eye. Deine Mutter. Da heißt es ja PlayStation Eye. Das ist die Kamera jetzt, ist die PlayStation Eye 2.0, sage ich mal. Neu gruppieren und wieder bewaffnen. Ja, deine Mutter. Und ja, so war es eigentlich ganz schön. Ich war gut. Ja. Oh doch, trotzdem zwei Abzeichen. Also war schon... war schon ganz schön. Was bei der Steuerung Alt und Entfernen? Ich glaube, das drücke ich mal. Nein. I am an Alien. Ja, glaube ich auch. Ich mach die mal hier. Sturm alle. Titman, ja, ist fuck yeah, fällt mir gerade eine, was ich aber schade finde, ich glaube, das macht PlayStation extra, und zwar bei Just Dance. Ich nehme jetzt mal konkret als Beispiel Just Dance. Man muss, Just Dance braucht man halt PlayStation Move, diesen Controller mit diesem leuchtenden, mit dieser leuchtenden Kugel oben drauf, um halt zu spielen. Bei Xbox ist es beispielsweise anders, da brauchst du gar nichts, du kannst mit der Hand steuern. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Also eigentlich so die Hauptkonsolen, um ehrlich zu sein, auf dem Markt sind eigentlich, von Microsoft halt Xbox, PlayStation und, die Wii. Die Wii finde ich, um ehrlich zu sein, auch noch ein kleines schnuggelisches Ding, weil die... zermalmt jeden, der sich euch entgegenstellt. Ja, die, ich glaube, die Nintendo oder die Wii war, das war die erste Konsole, beziehungsweise der, Alter, der erste Hersteller, wo man halt diese Move Control auswählen konnte, glaube ich. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich glaube, Wii, beziehungsweise Nintendo... Nee, ich glaube Nintendo bzw. die Konsole von Nintendo, die Wii, konnte, ich glaube, als allererstes mit dieser Infrarot-Technik... Nein! Ich habe überlebt. Konnte damit als allererstes... Ja, konnte man halt mit diesen Moves-Bewegung kontrollieren. Deshalb, ich habe die Wii beim Freund von mir gesehen und ich fand die so geil, ich habe mir die direkt auch geholt.
Aber das Blöde ist, man muss halt den Controller der Wii dauernd in diesem scheiß Infrarotsender halten, damit der Controller funktioniert, beziehungsweise die Konsole den Controller überhaupt erkennt. Das ist bei PlayStation halt anders gelöst. Da ist halt rundum Beleuchtung, so dass die Kamera der leuchtenden Kugel folgt. Darauf ist natürlich die Software speziell installiert. Hallo. So ruhig. Hallo? Hä, was? Was? Was war das denn bitte? Was ist das denn bitte für ein Wichser? Ich zieh dem 6 Kugeln rein. Wo ist der hin? Wo ist der Motherfuck hin? Weg. Aber da oben lungern sie rum. Schade. Hätte ja klappen können. Oh Mann. Aber eigentlich im Endeffekt kann man sagen, beide Konsolen sind einfach schöne Konsolen. Jeder hat seine Vor- und Nachteile. Bei der Xbox sind sie halt so, bei der PlayStation halt so. Och kommt Leute, jetzt reicht's aber. Microsoft ist halt die Firma, wo, um echt zu sein, die halt mehr bietet, wofür man aber auch zahlen muss. Uiuiui. Ah, oh, schade. Ah, Mann. Ja, also wie gesagt, beide Konsolen sind schöne Konsolen. Es lohnt sich eigentlich, beide zu holen, wenn man halt das Geld hat. Weil beide Konsolen sind halt recht teuer. Da kann man sagen, was man will. Es sind beide Konsolen sind sehr teuer. Na! Diese Hunter-Drohne. Ich... Ja, natürlich. Was ich halt ganz gut finde, ist bei Microsoft Support, beziehungsweise bei seinem Account von Microsoft, man kann zwar gegen Geld, was ich eigentlich extrem scheiße finde, warum fucken beide Firmen da so extern ab? Ich meine, bei Sony beispielsweise geht es gar nicht, dass man halt den Benutzernamen ändern kann. Ach, leck mich doch. Da geht es zum Beispiel gar nicht. Jetzt kommen die ganzen Pros online, wa? Bei Sony geht's halt gar nicht, oder wenn, weiß ich's nicht, wie es geht. Aber... Ja, und bei Microsoft geht es halt, aber halt nur gegen Geld. Man muss, um echt zu sein, echt knapp 10 Euro muss man zahlen, damit man seinen Benutzernamen bzw. seinen Gamertag ändern kann, was ich Abzocke hoch 3 finde. Leck mich doch. Mir fehlt die Konzentration jetzt, ich höre auch gleich auf. Weil so viel reden und Vergleiche finden und spielen gleichzeitig, das ist, sorry, das ist fast unmöglich. Wow. Das ist fast unmöglich. Das können nur richtige Let's Player, beziehungsweise die, die schon recht lange in dem Geschäft sind, und das bin ich natürlich noch lange nicht. Fuck you. Aber gut. Passt schon. Nein. So, Geschütz machen wir auch gleich kaputt. Yay. Ah, ist eigentlich ganz gut. Dann kann ich mal... Ja, dann kann ich halt mal eine Aufnahmepause machen. Danke, dass du da warst. Noch zum Abschluss. Hol dir am besten beide Konsolen, dann
dieser Konsolenkrieg, ich finde den einfach so schlimm. Ich finde das einfach so beschissen, wie Menschen sich einfach deswegen abkacken können. Gott, war die Runde gut. Gott, war die Runde gut, Alter. Das war Pro-Gaming vom Feinsten, meine Freunde. So, ich gehe mal raus aus der Lobby, einen schönen Titelbildschirm. Freunde, ist jemand online? Nein. What the hell? Ach, egal. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession. Ich weiß noch nicht, wann sie kommt. Lasst euch einfach überraschen. Ich weiß es noch nicht. Und ja, so wie gesagt, hol dir am besten beide Konsolen. Beide sind super Konsolen, wenn du das Geld hast. Und sonst musst du dich einfach entscheiden. Ich beteilige mich nicht an dem Krieg. Ich werde mir auch noch die Wii werde ich mir. Weiß ich noch nicht, ob ich mir die Wii hole, weil das Einzige, was für die Wii halt da wäre, wäre Mario. Die ganzen Mario-Spiele, die werden halt auf der Wii gespielt. Ansonsten hol dir beide Konsolen, es sind super Konsolen. Geile Games für beide Konsolen kommen raus. Nächstes Jahr, es kommen sogar noch welche. Schreibt mir mal in die Kommentare, was für Spiele ihr noch wollt, weil im Moment läuft ja nur Deponia bei mir auf dem Channel. Das ist ja, ist nicht wirklich gut. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt oder wollt ihr, um echt zu sein, wirklich wieder Forza Motorsport 5 sehen. Ich, um echt zu sein, sage nee. Weil, ich weiß nicht. Es ist halt so, weil Forza, es ist halt in andauernd das gleiche, man fährt die gleichen Strecken und halt nur die Autos ändern sich. Aber sonst ändert sich nichts. Das Spielprinzip ist immer gleich und der Multiplayer ist nicht so schön, weil die fahren da wie die Deppen. Ich hab's schon ausprobiert. Die fahren wie die asozialen Drecksäcke, die zu viel Alkohol getrunken haben. Und die labern halt die ganze Zeit bei der Kinect ins Mikro rein und das stört halt einfach nur bei der Aufnahme. Daher ist es eigentlich ausgeschlossen. Aber es gibt ja noch mehr Spiele für die Konsolen. Schreibt mir einfach mal, was ihr hören wollt. Von mir aus auch Dingens. Ich weiß jetzt nicht gerade, was heißt. Ich weiß nur, dass ein Titel so ein bisschen The Son of Rome, so heißt das, glaube ich. Ist auch noch ein recht schönes Spiel. Oder wenn ihr das wollt, oder was gibt's noch? Ah ja, gibt noch tausende von Spielen. Also schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr wollt. Schaut mal bei Twitter und Facebook vorbei. Bei Facebook kommt so ganz langsam die Aktivität rein. Und ja. Was gibt's eigentlich noch zum Schluss zu sagen? Der Rest, der wird ja gleich noch eingeblendet im Outro. Da sage ich's ja dann auch nochmal. Also dann, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Aufnahmesession beziehungsweise im nächsten Let's Play. Wenn du nichts mehr verpassen willst, dann abonnieren oder sonst irgendwas. Du kennst den ganzen Scheiß ja, was auf YouTube alles so ist. Und so, wir sehen uns. Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.